Ein Wolf im Schafspelz. Verhindern, dass die Verschwörer der Medici-Familie angreifen. Francesco de Pazzi finden. Oh, wir sollen hier lang. Hier war schon gerade eine Wand. Wir werden ein bisschen eingezäunt, wie so kleine Hamster. Wir sollen irgendwie jetzt jemanden finden. Der Francesco de Pazzi. Da hat man ja natürlich Adlerauge. Ja, jetzt sehen wir den auch. Das sind Lorenzo und seine Frau. Da ist Giuliano, Lorenzos Bruder. Aber wo ist Francesco? Dort ist er. Zeit für den Schlag. Crepa! Traditore! Giuliano! Nein! Nein, im Namen Gottes. Ich flehe euch an um Gnade. Keine Gnade für dich, du räudiger Hund. Stirb, stirb, stirb! Deine Zeit ist vorbei, Lorenzo. Deine ganze Familie wird durch mein Schwert fallen. Abschaum! Krass, und das Spiel ist nicht ab 18, sag mal. Was geht denn hier ab, ey? Die sind ja richtig blutrünstig, die Leute. So, wir sollen viele Ziele eliminieren. Ja, ich brauche auch Hilfe. Es dauert ein bisschen. Ich bin noch nicht so der perfekte Assassine, aber ich mausere mich langsam. Ich finde immer noch, mit der Attentatsklinge hat man am meisten von irgendwie. Weiß nicht warum. Ich muss auch mal blocken wieder. Ja, aber mal so ganz stur. Schade, dass es hier echt noch keine Rauchbomben gibt, ne? Rauchbomben und das Ding wäre geklärt. Alle reiben sich die Augen und schon sind die tot. Zack, 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 zack. Tot. Ich hab lange Spieße aus meinem Ärmel. Ja, ich spieße sehr gerne. Ich bin der absolute Oberspießer hier. Moment, ich will erst die Wachen kalt machen. So, jetzt nehme ich dir genüsslich das Leben. Du böser Bub. Ach, komm her. Komm her. Greif mich an. Ja, das war dein Fehler. War dein Fehler, mein Freund. Stirb endlich. Warum stirbst du nicht? Wir sollen ihn verteidigen. Da kommt wieder Nachschub hier. Oh nein, bitte mach uns nicht kalt. Hä? Wieso kann ich den nicht kalt machen? Was ist denn hier los? Ihr habt mein Leben gerettet. Keine Ursache. Aber der Mann, der euch das antat, muss bezahlen. Nicht jetzt. Ich brauche erst Hilfe. Zu mir nach Hause. Ich vertraue den Leuten dort. Könnt ihr... Queen. Tun wir es. Ja, dann ab nach Hause. Ich verliere eine Menge Blut. Das sieht zwar nicht so aus, aber okay. Ich mache so schnell es geht. Ja, ich renne einfach mal vor, du rennst mal hinterher, ne? Jetzt in Valhalla und Co. wäre das jetzt so gewesen, dass man den hätte tragen müssen. Ich töte ihn. Und seine ganze Familie. Sie werden ausgelöscht. Seid still, Signore. Genau. Spart eure Kraft. Oder ich muss eine Leiche abliefern. Wir sind schon fast da. Heb deine Rachegelüste auf, wenn es soweit ist. Cool. Ja, scheiße, jetzt kommt wieder Nachschub. Ich könnte würgen, ey. Oh, Lorenzo! Verdammte Axt hier. Lass doch mal Lorenzo sein, Freunde der Nacht. Ich bin mehr als fähig, euch in Stücke zu schneiden. Ich habe nicht vergessen, wie man Krieg führt. Das ist echt ein bisschen blöd hier. Ich könnte jetzt auch die ganze Zeit das Schwert rausnehmen, aber ich habe keine Lust, mit dem Schwert hier rumzumachen. So, was denn jetzt hier? Diamo. Lorenzo ist verletzt.
Aprite la porta! Wie lautet die Losung? Poliziano, öffne die verdammte Tür! Beim dreimal Größten, kommt herein! Schnell! Die Stadt ist im Krieg! Beeilung! Wartet! Ich stehe in eurer Schuld! Sagt mir, warum habt ihr mir geholfen? Ihr seid nicht der Einzige, der einen Bruder an die Pazzi verloren hat. Ich heiße Ezio Auditore. Ah. Ihr seid Giovannis Sohn. Euer Vater war ein guter Mann. Er verstand Ehre und Loyalität. Die Leute der Pazzi stürmen den Palazzo della Signoria. Wir können sie nicht mehr lange halten. Nein, wenn sie eindringen, bringen sie all unsere Leute um und ihre eigenen Teufel an die Macht. Dann würde mein Überleben nichts bedeuten. Ich muss... Francesco De Pazzi. Helft, unsere Stadt zu retten, Auditore. Tötet ihn. Yay, wir haben die offizielle Erlaubnis zu töten. Ein Wolf im Schafspelz war das, die Mission.